Ich sage eine zweite Koryphäe im Aufklärungsdienst. Wir heißen willkommen einen Mann, ich glaube, es gab kaum eine AZK im Vorfeld, wo es nicht geheißen hat, oh, du solltest mal den Daniele Ganser einladen, den Dr. Daniele Ganser. Heute ist er in unserer Mitte. Applaus für Daniele Ganser. Bevor er hochkommt, möchte ich ihn wieder kurz vorstellen, dass wir wissen, für die Leute, die diesen Namen noch nicht kennen, dass wir wissen, wer er ist. Zuerst etwas Persönliches. Er ist Schweizer, Vater von zwei hübschen Kindern. Ich habe die zwar noch nie gesehen, es heißt einfach Mädchen und Junge, aber bekanntlich fällt dir der Apfel nicht weit vom Stamm, also müssen die hübsch sein. Daniele Ganser wird uns einen Blick hinter die Kulissen der Machtpolitik geben und wird über verdeckte Kriegsführung zu uns sprechen. Und damit wir wissen, in welcher Kompetenz er hier steht, einige kurze Daten über sein Leben. Daniele Ganser ist Schweizer Historiker, Energie- und Friedensforscher. Er leitet das Schweizerische Institut Frieden, Energie, Markt, Meinungsforschung. Ich habe das jetzt auf Deutsch gesagt. Bei ihm ist das Ganze in Englisch, aber das erspare ich euch. Wenn ich das sage, klingt das nicht gut. Jedenfalls kurz Abkürzung ist SIPER, S-I-P-E-R, in Basel. Er untersucht als Energieexperte den globalen Kampf ums Erdöl und das Potenzial der erneuerbaren Energien. Also sein Gebiet ist ziemlich weit. Etwas zu seinem Lebenslauf. Dr. Daniele Ganser ist Schweizer Historiker, spezialisiert auf Zeitgeschichte seit 1945, also ab 1945 Geschichte und internationale Politik. Seine Forschungsschwerpunkte sind Friedensforschung, Geostrategie, verdeckte Kriegsführung, also hier sind wir wieder in der Thematik, Ressourcenkämpfe und Wirtschaftspolitik. Dr. Daniele Ganser unterrichtet an den Universitäten St. Gallen, Basel, Zürich und Luzern. In St. Gallen, also der Hochschule St. Gallen, zur Geschichte und Zukunft von Energiesystemen. In Basel im Nachdiplomstudium über Konfliktanalysen zum globalen Kampf ums Erdöl. In der Universität Zürich und Luzern ist er Dozent für Zeitgeschichte. In 2001 bis 2003 ist er Senior Researcher, also das meint jemand, der für Markt- und Meinungsforschung Untersuchungen durchführt, am Zentrum für Sicherheitsstudien der Eidgenössisch-Technischen Hochschule, kurz ETH. In Zusammenarbeit mit dem Schweizer Außenministerium, dem Eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheit, kurz EDA, untersuchte er den Einfluss der Globalisierung auf Krieg und Frieden. Er war dort Mitglied der Expertengruppe zur zivilen Friedensförderung und Stärkung der Menschenrechte. Ich darf jetzt hochbitten, Dr. Daniele Ganser von Basel. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da dabei sein können heute, dass Sie unseren Antrag angenommen haben. Hallo, Herr Sasek. Und viel Erfolg beim Sprechen. Danke. Habe ich eine Fernbedienung? Super. Ja, guten Tag miteinander. Mein Name ist Daniele Ganser. Ich möchte mich herzlich für die Einladung bedanken. Ich möchte ganz offen zu Ihnen sein. Es war für mich schwierig zu kommen. Und ich möchte Ihnen erklären, warum. Ich bewege mich in der Universität. Ich bewege mich mit den Wissenschaftlern. Und dann habe ich die Einladung bekommen. AZK kannte ich nicht, habe ich gegoogelt. Sasek habe ich gegoogelt. Das macht man ja immer heute, wenn man jemanden nicht kennt. Und da stand dann, er ist Christ. Habe ich gedacht, in Ordnung, wir sind in einem christlichen Land. Dann stand, er hatte 11 Kinder. Habe ich gedacht, das sind viele, auch in Ordnung. Und dann stand, er setzt sich gegen Angriffskriege ein. Also ich habe Verschiedenes gelesen, aber als ich diesen Satz gelesen habe, habe ich gewusst, ich gehe.
Das heißt, es gibt diese verbindenden Elemente. Aber Sie müssen auch verstehen, es gibt die trennenden Elemente. Und wenn man die überwinden will, muss man selber sich trauen. Und das trennende Element war, dass da stand, Herr Sasek ist ein Verschwörungstheoretiker. Und das müssen Sie wissen, werden mir andere Kollegen vorhalten. Die werden mir sagen, ich habe gesehen auf dem Internet, die sind nicht hier, aber die sehen das dann, werden mir sagen, wo bist du wieder gewesen? Ja. Dann werde ich sagen, das ist ein Mann, der setzt sich gegen Krieg ein. Also hat er meinen Respekt verdient. Und dann werden sie sagen, ja, bist du mit allem einig, was er sagt? Dann werde ich sagen, keine Ahnung, ich habe ihn noch nie getroffen. Wir haben uns heute zum ersten Mal getroffen. Und dann werden sie sagen, ja, aber er ist ein Verschwörungstheoretiker. Und da trifft es bei mir einen neuralgischen Punkt, weil ich wurde eben auch schon als Verschwörungstheoretiker angegriffen. Und da möchte ich Ihnen erklären, das ist schmerzhaft. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker, ich bin ein Forscher, der verdeckte Kriegsführung untersucht. Und das ist eben nicht das Gleiche. Bei der verdeckten Kriegsführung müssen Sie Lüge und Gewalt untersuchen und das ist eine unschöne Kombination, aber die gibt's. Und ich habe mir gesagt, ich will das untersuchen und man hat mich eine Zeit lang allein gelassen und man fand das toll, dass ich das untersuche und das ging immer aufwärts in der Universität. Aber ab einer gewissen Flughöhe haben die Probleme eingesetzt. Und da hat man einfach gesagt, wir möchten nicht, dass Sie sich in dieser Art äußern, wir möchten nicht, dass Sie diese Dinge so untersuchen und dass Sie auch darüber öffentlich sprechen. Und weil man mir bei den Fakten keine Fehler nachweisen konnte, hat man einfach gesagt, ich bin ein Verschwörungstheoretiker. Und das ist nicht lustig. Da war ich traurig. Ja, das fand ich nicht lustig. Ich bin ein Wissenschaftler, der sich alle Mühe gibt, einen guten Job zu machen. Und wenn Sie heute etwas von Spaltung verstehen möchten, dann ist eben dieser Begriff Verschwörungstheorie ganz entscheidend. Die Leute werden gespalten, der Nachbar wird Ihnen sagen, Sie sind ein Verschwörungstheoretiker, wenn man herausfindet, was für Überlegungen Sie sich machen. Und ich möchte Sie eigentlich dazu ermutigen, zu sagen, dass Sie sich eben für den Frieden einsetzen, und dass Sie den Begriff ablehnen. Der Begriff trägt nichts zur Wahrheitsfindung bei, sondern er führt zur Spaltung, ist ein Spaltungsbegriff. Und als Beispiel, dass ich selber diese Angst hatte, ja, und dass ich sie überwunden habe, bin ich jetzt eben hier. So, das war die Einleitung. Aber es ist nicht einfach. Es gibt immer mehrere Ebenen der Kommunikation. Sie sind mir hier sehr wohlwollend gegenüber, aber der Video, den andere sehen, wird mir sehr viele Probleme geben. Das ist so, das weiß ich. Aber ich bin bereit, diese Mühen auf mich zu nehmen, denn die Sache ist wichtig. Ich halte das übrigens bei allen Einladungen so, ich habe etwa 50 Vorträge im Jahr und viele sind vor der Privatindustrie, Banken, Versicherungen etc., die wollen auch wissen, was geht hinter den Kulissen. Einige sind von NGOs, von erneuerbaren Energiebewegten oder solche, die Solarhäuser bauen. Gestern war ich in Österreich bei einer Solarfirma, früher war ich bei Volvo in Madrid, die wollen einen Bus dort einführen, der weniger Energie braucht, etc. Das heißt, es gibt sehr intensive globale Gespräche und ich denke, die Menschen sollen miteinander sprechen, egal woher sie kommen, ob sie Titel haben, ob sie keine Titel haben, aus welcher Religion sie kommen. Das ist das Prinzip der Friedensbewegung immer gewesen und das ist es auch heute. Man soll uns nicht spalten. Jetzt zu den Akteuren der verdeckten Kriegsführung. Das ist ja eben mein Hauptgebiet. Ich untersuche verdeckte Kriegsführung und das ist sehr, sehr selten, dass es eigentlich in der Schweiz Wissenschaftler gibt, die sich gerade auf dieses doch komische Gebiet eingelassen haben. Die Akteure sind die Special Forces. Das sind also Spezialeinheiten im Militär. Man darf sagen, das sind die Besten im Militär. Die sprechen verschiedene Sprachen, die können töten, ohne dass sie es merken. Die können hinter den Linien operieren und darum gibt es eine Faszination für diese. Man darf nicht sagen, das ist nur einfach etwas, was sozusagen niemand interessiert, sondern es gibt eine sehr, sehr große Faszination für diese Spezialeinheiten. Die haben eigene Magazine, die sind auf dem Internet sehr, sehr präsent. Die zweiten, die eben diese verdeckte Kriegsführung ausführen, sind die Geheimdienste, CIA, MI6, Mossad und andere. Und
diese zwei Einheiten sind staatliche Akteure. Das ist der relativ entscheidende Punkt. Die operieren also eigentlich mit Steuergeldern. Und sie operieren aber in einem Gebiet, das oft auch illegal ist. Und da kommen wir in diese schwierige Demokratiediskussion, wo man sich fragt, werden denn Gelder für illegale Zwecke eingesetzt? Und das ist eine sehr, sehr schwierige Diskussion. Es gibt eine dritte Kategorie, die ich hier nicht aufgeführt habe, und das sind die Private Military Companies, PMCs, wie Blackwater etc. Da wird also eigentlich die verdeckte Kriegsführung ausgelagert an eine Privatfirma. Wir haben es von Jürgen Elsässer gehört, dass gemäß BND, gemäß dem Bundesnachrichtendienst, diese Operateure in der Ukraine operativ sind. Wir wissen, sie waren in Afghanistan operativ und sie sind noch schwieriger zu kontrollieren, weil sie sind eben private Akteure, die nur zum Beispiel vom Pentagon bezahlt werden. Das ist ein Bild von echten Special Forces, aber mit dem, was wir uns eigentlich auseinandersetzen, ist das da. Wir kommunizieren die verdeckte Kriegsführung heute als Videospiel. Sehr viele junge Menschen spielen diese Videospiele. Dieses Spiel heißt Special Forces Team X. Also Special Forces sind wieder eben diese Spezialeinheiten. Und man muss sich fragen, warum denn ein 12-jähriger Junge das spielt. Und die Antwort ist, weil es ihn fasziniert. Ja. Es hat aber nichts mit der Wirklichkeit zu tun in dem Sinne, dass es nicht einen realen politischen Sachverhalt aufklärt, sondern es nimmt nur die Faszination und das Interesse der Menschen und leitet es in ein Spiel um. Solange es ein Spiel ist, schadet es der politischen Landschaft nicht. Es ist auch wahr, dass einige der Spezialeinheiten über Videospiele zum Teil auch trainiert werden. Der andere Umgang, den wir haben mit den Spezialeinheiten ist, oder auch mit den Geheimdiensten, ist das Kino. Wir schauen sie liebend gern im Kino an. Hier haben Sie James Bond, ein sehr bekannter Film. Das ist Daniel Craig, spielt hier den MI6-Agenten James Bond. Also MI6 ist der Geheimdienst und alle schauen sich dann im Kino an, wie er eben sozusagen die Bösen erschießt. Das ist immer der gleiche Plot. Und Sie sehen, dass die Bösen dann schnell wechseln. Im Kalten Krieg hat er immer die Russen verschossen und jetzt verschießt er die Muslime. Und das wechselt fließend und das fließt aber in uns rein und irgendwie wissen wir gar nicht genau, warum das gewechselt hat. Aber das heißt so viel, in der Fiktion wird immer das aktuelle Feindbild der Realität eingebaut. Das habe ich früher überhaupt nicht verstanden, dass das so ist, aber es ist eben so. Ich habe als Junge auch gerne James Bond angeschaut. Also Videospiele spiele ich nicht, das ist nicht meine Generation, aber diese Filme habe ich mir gerne angeschaut und ich habe lange nicht begriffen, was da für Propaganda mit meinem Kopf betrieben wird. Ich habe auch, vielleicht kennen Sie das, Top Gun gesehen. Das ist ein Film mit Tom Cruise und der fliegt da wirklich die schnellen Flieger. Ich fand das super, ich sage es Ihnen ganz offen. Ich fand das super, ich war Teenager. Später habe ich herausgefunden, dass wenn Sie einen Kriegsfilm drehen wollen mit Flugzeugträgern und mit Flugzeugen, dann müssen Sie das Skript zuerst dem Pentagon geben. Und wenn das Pentagon sagt, gutes Skript, dann bekommen sie den Flugzeugträger und die Flugzeuge, weil die haben sie ja sonst nicht. Und wenn das Pentagon den Skript schlecht findet und sagt, ja, die Feinde sind hier die Falschen, dann bekommen sie eben keine Flugzeuge. Dann können sie das als Pappkarton machen, aber dann schaut es niemand an. Auch die Spezialeinheiten sind im Kino sehr erfolgreich. Es gibt diesen Film Rambo. Rambo ist natürlich eine fiktionale Figur. Das ist ein Schauspieler wie Daniel Craig. Er ist auch ein Schauspieler, hat noch nie jemand umgebracht, Daniel Craig. Auch Rambo, Sylvester Stallone, hat noch nie jemanden wirklich erschossen, aber im Film natürlich Tausende. Ja. Er spielt eine Einheit, ein Vertreter der Green Berets. Das sind die grünen Mützen. Das ist eine Einheit der Amerikaner. Das heißt, ich stelle fest, dass wir eine sehr große Faszination für verdeckte Kriegsführung haben, aber wir behandeln sie in 95% der Fälle rein fiktional in Europa und in den USA. Und das, was ich jetzt eigentlich versuche, ist, dieses fiktionale Terrain zu verlassen und mit ihnen in die reale verdeckte Kriegsführung zu gehen, weil die gibt es ja auch. Und dann nehme ich Sie mal mit, zuerst ins Jahr 1953, in den Iran, in die Operation Ajax. Das heißt, hier möchte ich Ihnen jetzt darlegen, wie wird verdeckte Kriegsführung heute, in den letzten 60, 70 Jahren, eingesetzt und was für Resultate hat sie. Es sind also alles historische Beispiele.
Der Iran hatte in den 1950er Jahren eine Regierung unter Präsident Mossadegh. Den haben Sie hier im Bild, das ist der Herr Mossadegh. Der war der Premierminister und der wollte das iranische Erdöl verstaatlichen, damit das Volk mehr davon hat. Die Engländer haben damals das Erdöl im Iran kontrolliert. Das war British Petroleum, der Vorgänger von British Petroleum. Und sie hatten keine Freunde, dass jetzt die Iraner das Erdöl selber wollen. Okay? Und jetzt kommt also der gewählte, demokratisch gewählte Premierminister dieses Landes und will das Erdöl verstaatlichen. Und da sagen sich die Briten, den müssen wir stürzen. Jetzt können sie aber nicht einfach eine Invasion machen, das würde sozusagen von den Leuten nicht geschätzt, sondern sie müssen die Geheimdienste schicken, dass die den im Stillen stürzen, ohne dass wir in Europa, in den USA etwas davon merken. Und da haben die Engländer den Auslandsgeheimdienst, der heißt MI6, und der wollte diesen Sturz machen, brauchte aber dazu noch die Amerikaner. Der Auslandsgeheimdienst der Amerikaner heißt CIA, und die sind zusammen in den Iran gegangen und haben Mossadegh gestürzt und haben dann diese Verstaatlichung des Erdöls rückgängig gemacht. Also das ist passiert, das ist die echte Geschichte. Und man fragt sich heute, wir versuchen als Historiker zu rekonstruieren, wie haben die das gemacht? Wir haben eigentlich in der Forschung einen einzelnen Agenten, der heißt Kermit Roosevelt, der ist bekannt. Er sieht nicht aus wie Daniel Craig, aber das ist jetzt in der realen Welt. So sieht es dann dort aus. Das ist ein echter Agent, der ist 1916 geboren, im 2000 verstorben. Und er hat diesen Regierungssturz geplant und hat später ein Buch geschrieben, Counter-Coup, the Struggle for the Control of Iran. Das wurde schon in den 70er Jahren publiziert. Das heißt, wir wissen schon sehr, sehr lange, wie die Amerikaner die Regierung im Iran gestürzt haben. Roosevelt hat zugegeben, 1953, dass der CIA und der britische Geheimdienst diesen Coup ausgeführt haben und dass sie hierbei den Iran zuerst destabilisiert haben. Sie haben also eine Welle von Schießereien und Bombenanschlägen inszeniert, weil um ein Land sozusagen in die Krise zu stürzen, brauchen sie diese Art der Destabilisierung. Und er hat sich eigentlich, hat er auch gesagt, dass diese Terroranschläge, diese Bomben, dass man die dann dem iranischen Präsidenten Mossadegh angehängt hat. Also, damit Sie das verstehen, wie funktioniert verdeckte Kriegsführung? Angenommen, Sie wären ein Agent oder eine Agentin oder Sie wären ein Mitglied einer Spezialkräfteeinheit. Sie haben den Auftrag, in einem Land die Regierung zu stürzen. Also das ist jetzt keine Anleitung, die Sie folgen sollen. Ich möchte Ihnen nur sagen, Sie müssen sich schon reindenken, sonst verstehen Sie es nicht. Dann müssen Sie zuerst das Land destabilisieren mit Gewalt. Sie können nicht irgendwie Diskussionen machen oder mathematische Diskurse führen, sondern Sie müssen das Land mit Gewalt destabilisieren und diese Gewalt dann dem Herrscher anhängen. Also Sie müssen sagen, hier gab es einen Terroranschlag, euer Herrscher ist dafür verantwortlich, aber Sie haben de facto den Terroranschlag ausgeführt. Das ist die Kombination von Lüge und Gewalt. Das ist die verdeckte Kriegsführung. Und das funktioniert. Es gibt einen amerikanischen Journalist, der heißt James Reason, und der hat dann untersucht, wie die CIA selber diesen Regierungssturz beschreibt. Sie müssen verstehen, immer wenn die CIA etwas macht, dann schreibt sie ihre eigene Geschichte. Da schreibt sie wirklich rein, wie es passiert ist, aber diese Geschichte bekommen sie nicht, sondern das kommt ins CIA-Archiv. Und in diesem CIA-Archiv lagert es sehr lange und wir hätten es natürlich sehr, sehr gerne, dass wir das einsehen können. Können wir manchmal, können wir aber eigentlich meistens erst nach 50 oder 60 Jahren. Und Riesen hatte Zugang im 2000, also das sind jetzt 50 Jahre nach dem Sturz, und da sagt er, die eigene Geschichte der CIA sagt, the secret history says the house of at least one prominent Muslim was bombed by CIA agents posing as communists. Also was ist hier die Technik? Sie verkleiden sich. Okay? Wie soll man das jetzt erklären für die Schweizer? Das ist wie, wenn ein Tessiner sich als Jurassier ausgibt und dann im Jura eine Bombe hochgehen lässt und sagt, die Jurassier sind aggressiv. Verstehen Sie es so? So ist es. Das heißt, Sie nehmen eine andere Hülle an, führen in dieser Hülle Gewalt aus und dadurch diskreditieren Sie die Hülle, die Sie nur der Show halber angenommen haben. Und das ist real life. So funktioniert es.
The overthrow of Mossadegh, ich habe einige englische Zitate, ich übersetze aber, used the false flag strategy of tension technique. Das ist ein Begriff, der in der verdeckten Kriegsführung immer wieder auftaucht und den ich sozusagen Ihnen weitergeben möchte, dass Sie den Begriff kennen. False flag, das heißt falsche Flagge. Das heißt also, Sie sind zum Beispiel im Piratenschiff und möchten ein Handelsschiff überfallen, dann hissen Sie einfach eine andere Flagge und sagen, wir sind irgendwie, weiß noch nicht, ein englisches Schiff, und kaum sind Sie näher, hissen Sie im letzten Moment vielleicht noch Ihre Piratenflagge und entern das andere Schiff. Da haben Sie natürlich durch die Täuschung einen Vorteil. Und die Strategie der Spannung, das heißt Strategy of Tension, das heißt einfach, Sie schüren im Land Chaos. Und das kann man in jedem Land schüren. Machen Sie sich nichts vor. Man kann das in jedem Land machen und es ist sehr, sehr schwierig für die Polizei und für den Geheimdienst und die Sicherheitskräfte oder für die Lehrer oder für die Professoren, das schnell zu erkennen, was wirklich passiert. CIA officers orchestrating the Iran coup worked directly with royalist Iranian military officers. Das ist jetzt die offizielle CIA-Geschichte. Das heißt, erstens arbeitet man bei der verdeckten Kriegsführung mit denen Teilen des Militärs vom Land, das man destabilisiert, die an einer Destabilisierung interessiert sind. Ja, sie gehen zum Land hin, schauen, welche der Offiziere sind unzufrieden und wären je nachdem bereit, die Regierung zu stürzen. Die brauchen sie, die müssen sie auf ihre Seite ziehen. And directed a campaign of bombings by Iranians posing as members of the Communist Party. Das ist jetzt schon lange her, das ist der Kalte Krieg. Damals waren die Kommunisten die Bösen. Darum hat es sehr viel Sinn gemacht, dass die Bomben von den Kommunisten gelegt wurden. Ich möchte einfach darauf hinweisen, dass wir heute wissen, das ist falsch. Okay? Sie werden jetzt sagen, super, das war ja 53, wie langsam sind Sie denn? Und da kann ich nur sagen, wir Historiker sind langsam, aber wir sind dafür präzis. Das ist gesichertes Wissen. Im Moment, die originalen Momente im Iran, wie das damals ausgesehen hat, ist einfach so. Das sind brennende Autos, Leute, die erschossen werden. Das ist ja dann immer wieder das Gleiche. Das ändert sich bis heute nicht. Aber die Struktur dahinter, die gilt es zu erkennen. Es gibt natürlich auch Iraner, die das damals schon erkannt haben, dass die Amerikaner eigentlich intervenieren. Hier schreibt ein Mann, Yankees go home, was so viel heißt wie USA, bitte interveniert nicht in unsere nationalen Angelegenheiten. Was im selben Jahr in Europa passiert ist, ist, dass wir uns lieber mit Fiktion beschäftigt haben. Das heißt, anstatt dass wir diese Realität durchschaut haben, haben wir James Bond gelesen. Casino Royale kam 1953, im genau gleichen Jahr, als die Regierung vom Iran wirklich gestürzt wurde vom MI6. Und das war der erste Autor von Ian Fleming. Ian Fleming ist ein Schriftsteller und James Bond ist ein erfundener Agent. Und das mögen wir. Okay? Das heißt, da muss man mal ehrlich sein. Wir lieben die Fiktion und die Realität, die ist uns manchmal zu viel. Und ich verstehe das auch, weil in der Fiktion ist man immer auf der guten Seite, so sind ja die Drehbücher, sonst können sie nicht verkaufen, aber in der Realität ist man manchmal auf der falschen Seite und das möchte man nicht hören. Ich schaue dann, gab es eine Entschuldigung? Und die Entschuldigung kam im Jahre 2000, also eben auch 50 Jahre später von den Amerikanern. Die Außenministerin Albright, damals in der Administration Clinton, hat gesagt, es ist einfach zu verstehen, dass viele Iraner diese amerikanische Intervention in ihre inneren Angelegenheiten missbilligen. Okay, das ist jetzt die Entschuldigung. Viel besser kommt es nicht. Eine andere Entschuldigung von Obama kam noch. In the middle of the Cold War, the United States played a role in the overthrow of a democratically elected Iranian government. Das hat er, und das ist wichtig, 2009 in Kairo gesagt. Sie müssen wissen, Kairo ist in Ägypten. In Ägypten weiß man diese Zusammenhänge. Und da musste er es sagen, weil alle im Raum wussten es. Und es ist für die USA natürlich sehr beschämend, dass sie immer wieder sagen, der Iran ist böse und wir sind gut, während die Iraner doch wissen, dass die Amerikaner die iranische Regierung gestürzt haben. Und wenn es umgekehrt wäre, wenn der Iran 1953 die amerikanische Regierung gestürzt hätte, dann wüssten sie das. Aber das Umgekehrte wissen sie nicht. Und dann haben sie irgendwie das Gefühl, der Iran ist ein Land voller Barbaren, das man auch bombardieren sollte. Und diese Art, ja, der Kriegsführung nennt man Information Warfare, also Informationskrieg. Man teilt ihnen gewisse Informationen mit und andere hält man von ihnen fern. Und das, daraus resultiert dann ihr Iran-Bild. Wenn jetzt jeden Tag über diesen amerikanischen Putsch im Iran geschrieben würde, wenn der Iran überhaupt nur erwähnt würde, würde das in den Leuten eine andere Wahrnehmung projizieren.
Gehen wir weiter, ich mache einfach ein Land nach einem anderen. Kuba 1962. Kuba 1962, da gab es die Operation Northwoods. Northwoods ist einfach der Fachausdruck für diese Übung. Sie müssen sich erinnern, die kubanische Geschichte ist ja interessant. 1959 kam da Fidel Castro an die Macht. Die Amerikaner hatten keine Freude an Fidel Castro. Er hat Batista gestürzt, das war ein Diktator. Und Fidel Castro hat gesagt, wir machen jetzt da eine andere Gesellschaft und wir schließen die Casinos, wo man von Miami immer reinfliegen konnte etc. Dann hat er Nixon getroffen und Nixon hat Fidel sofort gehasst. Und Nixon hat beschlossen, dass er Fidel Castro stürzen möchte. Er hat gedacht, das wird ihm einfach gelingen. Man hat die sogenannte Schweinebucht-Invasion durchgeführt. Das ist im April 1961 wieder eine Übung im Bereich verdeckten Kriegsführung. Also da hat der CIA Leute rekrutiert, die dann auf ein Schiff kamen. Mit diesem Schiff ist man rübergefahren auf Kuba und hat versucht, die Regierung von Fidel Castro zu stürzen. Das ist nicht gelungen, weil man hat zuerst die Luftwaffe nicht ausgeschaltet von Fidel Castro. Und das ist ein Fehler. Sie können nicht mit Schiffen eine Insel einnehmen und die Insel hat noch die Luftwaffe, weil dann kann die Luftwaffe die Schiffe versenken. Und so war das ein völliges Desaster. Die Amerikaner haben eigentlich Fidel Castro und auch Che Guevara radikalisiert. Che Guevara rechts im Bild, Fidel Castro links im Bild. Che Guevara hat 1954 in Guatemala beobachtet, wie die Amerikaner Arbenz gestürzt haben. Arbenz war der Präsident von Guatemala und er hat eine Landreform durchgeführt. Und diese Landreform hat dazu geführt, dass die Großgrundbesitzer und die Firma United Fruit, heute Chiquita, die diese Bananen verkauft, habe ich auch früher diese Bananenkleber gekauft, ohne dass ich irgendeine gesammelt oder ohne dass ich irgendeine Ahnung hatte über die Politik von Chiquita. Die haben dann, ich glaube am Schluss habe ich dann eine plastikaufblasbare Banane fürs Schwimmbad erhalten. Also vielleicht ist Ihnen das auch passiert, aber ich sage immer, später ist man klüger. Jetzt hier, diese Geschichte war so, man konnte Fidel Castro nicht stürzen mit der Schweinebucht-Invasion und Fidel Castro hat sich dann noch Nikita Khrushchev um den Arm geworfen. Und die Russen waren natürlich die Feinde, oder sind es wieder, der Amerikaner im Kalten Krieg. Und dann haben die Vertreter der amerikanischen Regierung, damals Präsident Kennedy, gesagt, gibt es denn nicht eine Möglichkeit, dass wir einen Grund schaffen, um Fidel Castro endlich zu stürzen. Nachdem es das CIA sozusagen nicht geschafft hat mit der Schweinebucht-Invasion vom April 61, hat man gesagt, versuchen wir doch, ob das Pentagon eine gute Idee hat. Und das Pentagon hat dann einen Plan entworfen, den man nicht ausgeführt hat, aber den ich Ihnen erklären möchte, weil er zeigt die Technik False Flag, Strategy of Tension, also falsche Flagge und Spannung, das wird im Pentagon an der Spitze geplant. Das ist nicht etwas, das hier irgendein unterrangiger Offizier sich ausdenkt, sondern das kommt von oben. Dieses Dokument, Top Secret, also streng geheim, wurde deklassifiziert heute und es kommt aus dem März 1962. Es ging etwa 40 Jahre, bis es deklassifiziert wurde. Heute ist es deklassifiziert und es geht eigentlich um Justification for US Military Intervention in Cuba, heißt einfach Rechtfertigung für eine amerikanische Intervention auf Kuba. Also wie kann man das amerikanische Volk dazu bringen, dass sie für einen US-Krieg gegen die Kubaner sind? Und das macht man so. Erstens, eine Idee, remember the Maine incident could be arranged in several forms. We could blow up a US ship in Guantanamo Bay and blame Cuba. Das heißt übersetzt, wir könnten ein amerikanisches Schiff in die Luft sprengen, und zwar ein amerikanisches Schiff, das am Stützpunkt Guantanamo Bay ist. Guantanamo ist ein Teil von Kuba und da haben die Amerikaner einen Stützpunkt. Der Stützpunkt mag Fidel nicht, aber der ist ja bekannt jetzt seit der ganzen Guantanamo-Geschichte. Obama hat Guantanamo nicht aufgelöst, das wissen Sie. Aber die Idee hier ist, sie sprengen ein Schiff in die Luft und sagen, der andere ist es. Okay? Das ist wie, wenn ich jetzt ganz schnell hier eine Waffe nehme, mir in den Fuß schieße und sage, Herr Sasek, Sie haben mich angeschossen. Also wirklich, das ist das Letzte. So ist das. Und dort hinten würden Sie es nicht sehen. Sie würden es nicht sehen dort hinten. Hat er wirklich geschossen? Und das geht so schnell, dass diese Kombination von Lüge und Täuschung ist sehr gefährlich.
Das zweite. We could develop a communist Cuban terror campaign in the Miami area, in Florida and Washington. Also wir könnten eine Terrorkampagne in den USA durchführen und das dann Fidel Castro anhängen. Exploding a few plastic bombs, das heißt Sprengstoffbomben aus Plastik hochgehen zu lassen, in carefully chosen spots, an ausgewählten Orten. The arrest of Cuban agents, einige Kubaner festnehmen, and the release of prepared documents, und dann die Herausgabe von manipulierten Dokumenten, welche beweisen, dass die Kubaner hinter diesen Terroranschlägen stehen, would also be helpful, wäre auch praktisch, in projecting the idea of an irresponsible government, wäre auch praktisch, um diese Idee einer unverantwortlichen Regierung, in diesem Fall ist eben die Kubaner gemeint, zu projizieren. Das heißt, der Kampf um die öffentliche Meinung ist intensiv. Und ich habe an der Universität Zürich einen Kurs gegeben zum Thema verdeckte Kriegsführung. Nicht, weil ich will, dass die Studenten das später machen, sondern weil ich eigentlich möchte, dass sie verstehen, wie internationale Politik hinter den Kulissen funktioniert. Und die fragen dann immer... Ich bin jetzt nicht mehr an der Universität Zürich, aber ich habe das auch an der Universität Basel gemacht, im Geschichtsstudium, Zeitgeschichte. Und die Studenten fragen dann immer, okay, wie sehen die Leute aus? Wie sehen die Leute aus, die das planen? Das sind doch jetzt die Bösen von den Bösen von den Bösen. Die will ich jetzt sehen. Dann sage ich, völlig harmlos. Das sind die Chairman of the Joint Chiefs of Staff. Das sind die höchsten Generäle im Pentagon. Und der Mann hier ganz links, das ist Limnen Lemnitzer. Er hat diesen Plan unterschrieben. Okay? Er ist der höchste General im Pentagon. Danach kommt der Verteidigungsminister, das ist eine zivile Funktion, der Vizepräsident und der Präsident. Also das ist die Spitze. Und das, was ich Ihnen erklären möchte, ist, sie sehen aus wie wir. Oder? Also je nach Alter. Aber für die einen sehen sie aus wie der eigene Großvater und für die anderen sehen sie aus wie sie. Oder? Sie sehen eben nicht aus so bärtig und irgendwie im Turban die bösen Muslime, sondern nein, das ist die eigene Reihe und die eigene Reihe kombiniert hier etwas sehr logisch. Diese Generäle wollen siegen. Sie wollen nur siegen. Das ist ihre Doktrin. Und sie sagen, es ist doch klar, dass ich zum Siegen auch töten muss. Ja, das ist ihre Überzeugung. Sie haben nicht diese Idee, keine Waffe und so, sondern sie sind davon überzeugt, ich muss töten. Und sie sagen, wenn ich zum Mord noch die Lüge kombiniere, dann bin ich besser dran. Und das kann ich bestätigen. Ich habe früher Handball gespielt und beim Handball ist es so, da ist der Verteidiger und dort das Tor, sie wollen durch. Dann täuschen sie links an und gehen rechts rum. Das haben wir immer so geübt, x-mal. Sie sagen nicht, ich gehe dann rechts rum, könnt ihr auf die Seite. Das funktioniert nicht. Sondern sie täuschen etwas an, sie machen eine Finte, das sehen sie jeden Tag im Sport. Das machen alle. Und warum machen sie es? Weil sie gewinnen wollen. Sie wollen am Schluss mehr Tore haben und das ist zivil völlig okay. Aber wenn wir ins Militärische reingehen und eben jemand ein Schiff in die Luft sprengt und sagt, der andere war's und dann bombardiert und die Kinder sterben, dann ist die Grenze überschritten. Was wir kennen... Was wir wissen ist, dass diese Übung nicht durchgeführt wurde. Okay, das wurde nicht gemacht, das ist ein Plan, aber Kennedy hat diesen Plan, hat davon gehört und hat ihn gestoppt und hat dann Lemnitzer, diesen General, versetzt. Das Problem war, er war schon der höchste General der USA. Wo sollte er denn hin versetzen? Nach Europa. Okay? Er hat ihn als Supreme Allied Commander der NATO, als Chefkommandant der NATO nach Europa geschickt. Solche Leute bekommen wir exportiert. Jetzt hier, was dann wirklich passiert ist, die Sache ist außer Kontrolle geraten. Die Amerikaner haben nämlich beobachtet, dass die Russen Nuklearwaffen auf Kuba stationiert haben, dann im 62, also genau in dem Moment, als man diese verdeckte Kriegsführung plante. Und hier haben sie die Satellitenbilder, Jürgen Elsässer hat das erklärt vorher, damals hat man Bilder vorgelegt von den amerikanischen Nuklearwaffen und die Welt stand tatsächlich am Rande eines militärischen Konflikts, der nuklear hätte wenden können. Hier sind sie russische Schiffe und amerikanische Schiffe. Kennedy hat gesagt, die russischen Schiffe, die auf Kuba zufahren, die müssen wir stoppen. Und dann haben gewisse Leute gefragt, ja, und wenn die nicht anhalten? Die hatten keinen Plan. Die hatten keinen Plan, was dann geschieht, wenn das irgendwie falsch geht.
Und die waren alle hochbewaffnet und das sind wir heute immer noch. Wir sind eine hochbewaffnete Bevölkerung hier auf der Welt. Wir sind 7 Milliarden und wir waren noch nie so hochbewaffnet. Und darum ist es sehr, sehr schwierig, dass auch die Gruppe, die sich für den Frieden einsetzt, sich bewaffnet, und zwar im Sinne von Information. Man muss verstehen, wie diese Spiele gespielt wurden, weil es sind immer wieder die gleichen Spiele. Hier nochmal die Raketenkrise. Die wurde abgewendet dank Kennedy, weil Kennedy hat sich auch gegen die eigenen Generäle durchgesetzt. Die eigenen Generäle haben gesagt, jetzt bombardieren wir aber, jetzt geht's los, wir machen die Insel platt. Das hat er nicht gemacht. Hat sich gegen den militärisch-industriellen Komplex gewehrt und wurde dann 1963 unter ungeklärten Umständen erschossen. Hier haben Sie seinen Verteidigungsminister Robert McNamara, und er wurde dann von der nächsten Regierung übernommen, und das ist die Regierung Johnson. Sie sehen, Johnson ist der Präsident, der Kennedy ersetzt hat nach dem Tod von Kennedy. Und Johnson hat danach an der UNO gesagt, wir unterstützen die Vereinten Nationen als das beste Instrument, das geeignet ist, den Weltfrieden zu erhalten und zum Wohle der Menschheit beizutragen. Jetzt müssen Sie sich diese Heuchelei vorstellen. Auf der einen Seite plant man, Schiffe in die Luft zu sprengen und es dem Fidel anzuhängen. Und auf der anderen Seite erklärt man von der UNO, dass man die UNO unterstützt. Und die UNO verbietet ja Angriffskriege, sie verbietet auch inszenierten Terrorismus. Sie ist die Charta der Friedensbewegung, indem sie sagt, wir müssen von den Kriegen wegkommen. Und Sie müssen auch verstehen, dass, wenn das die Leute verstehen, dass natürlich mit der Zeit ein abgrundtiefes Misstrauen gegenüber der Politik entsteht. Das ist einfach das normale Resultat, wenn so herb und so heftig gelogen wird, dass man der Sache nicht mehr traut. Ich habe hier ein Buch zum Thema geschrieben, Kuba-Krise, UNO ohne Chance, wo ich einfach geschaut habe, was passiert eigentlich in der UNO, wenn verdeckte Kriegsführung eingesetzt wird. Und zum Beispiel in dem Moment, wo die Amerikaner die Schweinebucht-Invasion 61 machen, lassen sie Bomben auf Kuba fallen, und dann geht der kubanische Botschafter an die UNO in den Sicherheitsrat und sagt, hallo, wir werden bombardiert, das sind die Amerikaner. Und dann sagt der amerikanische Botschafter, nein, das sind nicht wir, das sind kubanische Piloten, die derart frustriert sind von der Diktatur von Fidel Castro, dass sie desertieren und vorher noch ihr Land bombardieren. Und dann sagt der englische Botschafter, ja, mein Kollege, der Amerikaner, hat das gesagt, ich glaube, das stimmt. Und der französische sagt auch, na, da so wird es so gewesen sein. Und der Kubaner geht voll frustriert raus und denkt, die Europäer und die Amerikaner sind Halunken. Und er hat recht. Das ist das Problem. Wenn Sie bis jetzt die Fakten noch im Kopf haben, wir haben 1953 der Sturz der Regierung im Iran mit False Flag Strategy of Tension. Wir haben 1962 den geplanten False Flag Anschlag mit Sprengung von Schiffen, was nicht gemacht wurde, aber die Schweinebucht-Invasion wurde gemacht. Und jetzt komme ich nach Vietnam. Beim Vietnamkrieg ist es so, dass damals eben Präsident Johnson an der Macht war, Kennedy war gerade zuvor getötet worden, und er hat dann im 1964 im August gesagt, dass die Vietnamesen die Amerikaner angegriffen haben. Und zwar angegriffen im sogenannten Golf von Tonkin, das ist eine Ecke von diesem Meer, das eben vor Vietnam liegt. Und dann kam das im amerikanischen Zeitung, das ist ein Ausschnitt aus amerikanischen Zeitung, North Vietnamese Attack, US Destroyer. Destroyer ist ein Schiff und Attack heißt angriffen. Das heißt einfach, Vietnamesen haben amerikanisches Schiff, Kriegsschiff angegriffen. Und diese Art der Kommunikation wird gepflegt, um die Heimbevölkerung, ja, wie soll ich sagen, in den Krieg zu führen. Ja? Sie müssen der Heimbevölkerung immer sagen, wir wurden angegriffen und darum reagieren wir jetzt. Sie können nicht sagen, unsere Soldaten haben ein friedliches Land überfallen und die Kinder massakriert. Dann werden die Leute sagen, geht's noch. Aber wenn sie sagen, unsere Soldaten waren da auf einem Schiff und die wurden angegriffen, dann ist es nur sozusagen richtig, ja, wenn eine starke Nation sich wehrt. Und diese Art der Überlegung wird immer wieder genutzt. Johnson hat dann am 4. August erklärt, dass die USA jetzt mit der Bombardierung von Vietnam anfangen. Sie wissen, das ist eine riesengroße Katastrophe geworden. Der Vietnamkrieg hat unzähliges Leid verursacht. Wir haben etwa 3 Millionen tote Vietnamesen, etwa 50.000 tote Amerikaner. Wir haben, also ich erspare Ihnen das. Aber Sie wissen, es ist ein Riesengräuel. Krieg ist und bleibt ein Gräuel.
Was mich jetzt interessiert ist, hat dieser Angriff wirklich stattgefunden, also im August 1964? Da gehen wir dann nochmal ganz genau hin. Und es geht um das Schiff Maddox. Das ist also dieses Schiff, ein Originalbild davon. Das war tatsächlich in der Region. Und von dem hat man gesagt, dass Vietnamesen mit Torpedos, das sind Waffen, die im Wasser schwimmen, auf dieses Schiff geschossen haben. Und jetzt hat der amerikanische Geheimdienst NSA im 2005 Dokumente veröffentlicht, in denen hervorgeht, dass es keinen Angriff gab. Okay? Also auch der amerikanische Geheimdienst NSA führt eine eigene Geschichte, in diesem Fall geschrieben von Robert Hanyok. Und er hat bestätigt, was viele von uns Historikern immer gesagt haben, that there was no second attack on US ships in the Tonkin on August 4, 1964. Also es gab diesen Angriff nicht. Und Sie können sagen, diese 3 Millionen toten Vietnamesen basieren dann irgendwie auch auf einem Irrtum. Also nicht einem Irrtum von Johnson, weil Johnson wollte den Krieg, aber er brauchte sozusagen einen Casus Belli. Ich habe nur 2 Bilder mitgebracht aus Vietnam. Das ist der 8. Juni 1972. Das ist eigentlich mein Geburtsjahr 1972. Darum finde ich das natürlich auch persönlich sehr, sehr interessant. Was ist damals passiert? Da haben die Amerikaner Napalmbomben auf Dörfer abgeworfen und das ist diese 9-jährige Kim Phuc Phan Phi, die ist sehr, sehr bekannt, weil dieses Bild um die Welt ging. Damals haben noch die amerikanischen Journalisten unzensiert Bilder schießen können und da wurden diese Bilder in die europäischen und amerikanischen Stuben gebracht und das hat eine große Antikriegsbewegung hervorgebracht. Sie können sich erinnern, die Studenten, die demonstriert haben, etc., etc. Das Pentagon hat davon gelernt. Das geht heute nicht mehr. Sie können nicht mehr einfach im Kriegsgebiet als Journalist rumlaufen und Bilder schießen. Da haben Sie gute Chance, dass Sie selber erschossen werden von Friendly Fire, weil man will nicht, ja, man will nicht, dass diese Bilder rauskommen. Am Schluss Verlust Vietnam, 3 Millionen tote Vietnamesen, 58 tote US-Amerikaner. Hier ein Bild von einer Familie im Januar 1966. Frauen und Kinder fliehen vor dem Krieg. Die sind immer einfach zwischen die Fronten gekommen. Und das, was Sie verstehen müssen, ist, diese Menschen haben keine Chance, den Gulf of Tonkin-Zwischenfall vom 4. August 1964 aufzuklären. Sie haben die Ausbildung nicht, sie haben die Bücher nicht, sie haben das Internet nicht, sie haben das einfach nicht, okay? Sondern sie merken einfach, es hagelt Bomben und ich möchte das nicht. Aber da möchte ich Ihnen doch auch sozusagen gratulieren, dass Sie einen fortgeschrittenen Informationsstand haben, weil Sie kennen dann Dinge, die zum Teil schwierig zu verdauen sind, aber Sie können dann besser gegen Krieg und Terror argumentieren. Und das ist der Sinn. Ich möchte Ihnen klar machen, dass die verdeckte Kriegsführung von einer Minderheit ausgeführt wird. Das sind weltweit keine 5% der Menschen. Also Ihre Nachbarn und Ihre Freunde, die machen nicht sozusagen in der Freizeit, sprengen Sie noch ein Haus in die Luft und inszenieren einen Krieg. Okay? Sondern das sind ganz, ganz wenige, die diese Extremverbrechen verüben. Und darum sollten Sie nicht Ihr Menschheitsbild derart verändern, dass Sie am Schluss denken, die Menschen, wäre auch schön, wenn die aussterben. Das wäre nicht mein Plan, sondern Sie sollten das Schöne im Menschen weiterhin sehen und einfach sehen, dass es einige gibt, es sind ganz, ganz wenige, die sich in sehr, sehr großer Gewalt verstrickt haben. Ich sag das immer auch den Studenten, weil die Studenten sind 20 Jahre jung und wenn sie mit mir mal einen Kurs gemacht haben, ein Semester geht 12 Wochen, dann ändert das schon ihr Bild, ja? Aber ich sage Ihnen immer, wir untersuchen hier einen Spezialfall von Verbrechen, die natürlich auch schwierig aufzuklären sind, weil es staatliche Stellen sind, die involviert sind. Aber das soll nicht das Menschheitsbild insgesamt trüben, weil prüfen Sie in Ihrem Freundeskreis, wen kennen Sie schon, der jemand umgebracht hat? Wen kennen Sie schon, der jemand vergewaltigt hat? Da werden Sie lange suchen, aber wenn Sie in diesen Einheiten, bei den Spezialeinheiten sind oder beim Geheimdienst, ist das ein Phänomen, das bekannt ist. Kommen wir jetzt nach Italien. Mich hat dann interessiert, hat das nur in Vietnam stattgefunden oder nur in Kuba oder dann in Guatemala oder im Iran, sozusagen an der Peripherie, ist uns ja egal, sind irgendwie alles Barbaren, so zumindest ist manchmal der Eindruck. Oder hat das auch in Europa stattgefunden? Und dann habe ich während meiner Doktorarbeit mir 4 Jahre Zeit genommen, um die Operation Gladio zu durchleuchten. Am Anfang war ich in London an der London School of Economics and Political Science und habe meine Professoren gefragt, ob sie darüber etwas wissen.
Das war wirklich eine sehr, sehr gute Schule und man hat sich gebrüstet, dass wir da zu den Besten der Welt gehören, aber die hatten keine Ahnung, keine Ahnung. Also niemand wusste wirklich etwas zur Operation Gladio. Und darum kann ich Ihnen sagen, auch an Schweizer Universitäten, wenn Sie zu den Professoren für Geschichte gehen oder zu den Politologen oder wenn Sie gehen zu denen, die internationales Völkerrecht lehren, dann ist das Wissen über verdeckte Kriegsführung sehr, sehr schlecht. Warum? Man sagt, die Quellenlage ist nicht gut. Und da kann ich Ihnen nur recht geben, die Quellenlage ist miserabel, weil die Geheimdienste und die Spezialeinheiten vertuschen immer alles. Ja? Das ist ihre Idee. Sie machen ja nicht, hallo hier, Gulf of Tonkin, haben wir so gemacht. Sondern sie versuchen, die Spuren zu verwischen. Und die meisten Wissenschaftler haben sich jetzt aus der Verantwortung rausgeschlichen und sagen, weil die Quellenlage schlecht ist, untersuche ich jetzt den Bau von Burgen im Jura-Südfuss im 17. Jahrhundert. Und das kann man ja auch machen, ja, da ist die Quellenlage besser. Aber wir haben einfach ein ganzes Gebiet, ja, ein ganzes Gebiet der Forschung aufgegeben, nur weil wir Angst haben, dass wir Fehler machen. Und ich sage immer, es sind Fehler möglich in der Analyse der verdeckten Kriegsführung, weil sie undurchsichtig ist. Aber das, was sich jetzt herausschält, ist gesichertes Wissen. Und bei der Operation Gladio ist es so, dass wir Terroranschläge hatten in Italien an öffentlichen Plätzen. Bologna ist der bekannteste Anschlag, wir haben aber auch in Mailand 1969 oder in Peteano 1972 Terroranschläge. Und vor allem dieser Anschlag von Peteano von 1972, Peteano ist ein kleines Dorf im Norden von Italien, hat dazu geführt, dass ein italienischer Untersuchungsrichter diesen Anschlag genauer untersucht hat. Und der ist zum Schluss gekommen, dass hier eine Bombe hochging, hat drei Leute getötet. Carabinieri, das sind Leute der paramilitärischen Einheiten in Italien, die sind zu einem Auto gelockt worden, haben den Kofferraum aufgemacht und dann ist das Auto in die Luft geflogen, was wir heute täglich haben. Damals hat das erst angefangen. Und dann hat man gesagt, das sind die Brigate Rosse, das sind die roten Brigaden in Italien, die sind linksextreme Terrorgruppe und man hat gesagt, die Linksextremisten sind das und damit hat man die ganze Linke in Italien diskreditiert. Man hat gesagt, die Kommunisten und die Sozialisten in Italien, das sind Terroristen. Später hat sich herausgestellt, dass das nicht die Linken waren, sondern dass die Rechten waren. Und dass es die Rechtsextremen in Italien gemacht haben und den Linken in die Schuhe geschoben haben. Und jetzt haben sie etwas, was sie schon kennen. Das ist False Flag Strategy of Tension. Kennen Sie den Begriff? Ich habe das vorher eingeführt. Das ist falsche Flagge und Spannung erzeugen. Ein Terroranschlag, das müssen Sie verstehen, zielt nicht darauf, die Leute zu töten, die dann weg sind. Das sind überhaupt nicht die interessanten Leute, weil die haben da keinen Einfluss mehr, sondern die, die es beobachten und denken, das hätte mich treffen können. Ich brauche auch diesen Flug oder diesen Bahnhof oder ich kaufe da auf diesem Platz ein. Und so wird die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt. Und die, die tot sind, die werden ja nicht in Angst und Schrecken versetzt. In einem Waldstück in der Nähe des italienischen Dorfes Peteano explodiert am 31. Mai 1972 eine Autobombe, tötete drei Carabinieri. Und das ist der Anschlag, der eigentlich dann dazu geführt hat, dass man das aufdeckte. Dass es eine Geheimarmee gibt in Italien mit dem Namen Gladio. Aufgedeckt hat das ein italienischer Untersuchungsrichter. Und da möchte ich auch nochmal das unterstützen, was vorher schon gesagt wurde. Ich weiß nicht, wer es gesagt habe. Ich glaube, Herr Sasek hat es gesagt. Es gibt gute Hände. Es gibt ganz viele Menschen auf der Welt, die eigentlich möchten, dass wir weniger Gewalt haben, die eigentlich möchten, dass wir in eine bessere Welt hineingehen und die ohne eigene Idee sich zu bereichern oder ihre Vorteile sich zu verschaffen, Dinge aufdecken und der italienische Richter Felice Casson gehört dazu. Und er sagt, was er herausgefunden hat, ist Folgendes. Soweit es die Geheimdienste betrifft, ist der Peteano-Angriff ein Teil dessen, was unter der Strategie der Spannung zu verstehen war. Das heißt also, innerhalb des Landes Spannung zu erzeugen und damit konservative, reaktionär, soziale und politische Tendenzen zu fördern. Während diese Strategie umgesetzt wurde, war es erforderlich, diejenigen zu schützen, die dahinter standen, weil Beweise für ihre Beteiligung entdeckt worden waren. Zeugen hielten Informationen zurück, um rechte Extremisten zu schützen. In Italien war die kommunistische Partei damals sehr, sehr stark. Die war im Parlament stark vertreten und die NATO hatte Angst, dass die Kommunisten irgendwann einen Verteidigungsminister stellen. Und dann hätte der Verteidigungsminister sozusagen die Geheimnisse der NATO direkt Moskau per Telefon mitgeteilt. Das war eigentlich die Angst. Und hat man gesagt, man muss die bekämpfen und das kann man mit der Strategie der Spannung tun. Aufgedeckt hat es Felice Casson, also dieser Mann hier, und er hat dann
Giulio Andreotti den italienischen Premierminister gezwungen, es zuzugeben. Andreotti hat 1990 gesagt, ja, es gab eine Geheimarmee in Italien mit Namen Gladio, aber die wurde vom CIA und vom MI6 aufgebaut und die wollten das, um die Kommunisten in Europa in Schach zu halten. Die haben diese Geheimarmee aufgebaut, dass im Falle einer Invasion von Europa hinter den feindlichen Linien Guerillas kämpfen können. Das war die Grundidee. Aber es gab eine zweite Idee, dass diese Einheiten auch gegen das friedliche Volk eingesetzt werden können, wenn das Volk falsch abstimmt. Am 3. August bestätigte Andreotti die Existenz der Geheimarmee mit Namen Gladio. Er hat gesagt, das sei Teil eines Stay-Behind-Netzwerkes der NATO, das durch die CIA und der MI6 aufgebaut wurde und auch außerhalb Italiens existiere. Das heißt, er hat gesagt, ja, Geheimarmeen gibt es in Italien, aber nicht nur bei uns. Das war noch ganz interessant. Die Franzosen haben gesagt, gab es bei uns nicht. Mitterrand hat das gesagt. Und hat Andreotti gesagt, ja, hallo, bei der letzten Sitzung waren die Franzosen auch dabei, da musste Mitterrand korrigieren. Also, das ist etwas, über das niemand gerne spricht. Ja. Geheimarmeen, verdeckte Kriegsführung, inszenierter Terror, sagt man immer, das gibt es nur weit weg, bei uns doch nicht. Vito Micheli, der Chef des italienischen Militärgeheimdienstes, Servizio Informazione Sicurezza Militare, SISMI, hat gesagt, Gladio war Teil des italienischen Militärgeheimdienstes SISMI und er hat sich geärgert, weil er musste auch mal vor Gericht aussagen, hat gesagt, das gibt es nicht und er ging sogar ins Gefängnis. Ich bin ins Gefängnis gegangen, weil ich die Existenz dieser supergeheimen Organisation nicht zugeben wollte. Und nun kommt Andreotti und informiert das Parlament. Also da war er sauer. Für Sie reicht es, wenn Sie sich merken, Gladio ist eine Operation des italienischen Militärgeheimdienstes in Zusammenarbeit mit MI6 und CIA. Ich habe darüber dann ein Buch geschrieben, NATO-Geheimarmeen in Europa, inszenierter Terror und verdeckte Kriegsführung. Und in diesem Buch zitiere ich Vincenzo Vinciguerra, das ist einer der Rechtsextremen, der diesen Terroranschlag in Peteano ausgeführt hat. Das heißt, er hat erst zur Aufklärung des ganzen Systems beigetragen und er hat dann hinter Gitter, also aus dem Gefängnis heraus, erklärt, man musste Zivilisten angreifen, Männer, Frauen, Kinder, unschuldige Menschen, unbekannte Menschen, die weit weg vom politischen Spiel waren, erklärte Vinciguerra. Er war eben als Täter des Peteano-Anschlages überführt worden. Der Grund dafür war einfach, die Anschläge sollten die Menschen, das italienische Volk, dazu bringen, den Staat um größere Sicherheit zu bitten. Das heißt, wenn Sie Strategie der Spannung einsetzen, können Sie danach sagen, ab 8 Uhr ist Ausgangssperre. Okay? Dann bleiben alle zu Hause und denken, ja, ja, ist eine gute Idee, ist ja gefährliche Welt. Wenn Sie zuerst keinen Terroranschlag haben und Sie sagen, ab 8 Uhr ist Ausgangssperre, dann kommen die Leute und sagen, no, ma la sera, facciamo la festa. Also am 8 Uhr Abend nehmen wir die Pizza und den Vino Rosso, also das geht auf keinen. Dann können Sie die Idee Ausgangssperre und dann sagen wir, ja, und wir brauchen noch mehr Geld für die Polizei und wir müssen noch sie besser überwachen. Dann werden Sie immer sagen, wollen wir alles nicht. Aber sobald Sie einen Terroranschlag haben, sagen Sie, ja klar, ja, ja, Sie können bei mir auch im Wohnzimmer einziehen. Das heißt, diese Technik zielt auf die Lebenden, nicht auf die Toten. Okay, das müssen Sie verstehen. Das ist ein riesen analytischer Fehler von vielen Leuten, die denken, ha, zum Glück, mich hat es nicht getroffen. Doch, Sie waren das Ziel, Sie hat es getroffen. Mein Buch zu den NATO-Geheimarmeen wurde in verschiedene Sprachen übersetzt. Das kann man nachlesen. Jetzt, in der Schweiz gab es auch eine Geheimarmee, die heißt P26 und die wurde geleitet von Ephraim Catalan, der jetzt verstorben ist. Und das wurde auch 1990 aufgedeckt. Ich möchte aber sagen, die P26 hat keine Terroranschläge verübt. Okay? Zum Glück nicht, sage ich Ihnen. Ich habe mich trotzdem mit Mitgliedern der P26 ein bisschen gestritten, weil ich habe gesagt, wir waren über den MI6, den englischen Geheimdienst, waren wir indirekt mit der NATO verknüpft, was wir eben nicht hätten sein dürfen, weil wir waren ja noch neutral. Das ist eine eigene Debatte. Kann ich jetzt nicht vertiefen. Für Sie reicht es, dass es die P26 in der Schweiz gab und dass die keine Terroranschläge ausführte. Sie hat wirklich auf den sowjetischen Feind gewartet, das glaube ich den Leuten. Wir hatten also Waffenlager an verschiedenen Orten in der Schweiz. Und Catalan, hier im Bild, das ist der Chef der P26, hat gesagt, der Villiger, also Verteidigungsminister Villiger, der die ganze Affäre letztlich ausbaden durfte, war auf dem falschen Fuß erwischt worden. Er war noch nicht eingeweiht. Das heißt, er wusste nicht, dass wir die Geheimarmee hatten, war aber Verteidigungsminister als Bundesrat. Und damals kam die PUG-EMD, das ist die Parlamentarische Untersuchungskommission. Ich sage das nur, weil wir Schweizer immer das Gefühl haben, bei uns aber nicht, oder? Bei uns gar nichts. Bei uns
Alles klar. Da sage ich immer, wir haben nicht Kriege und wir haben keine Terroranschläge, aber wir haben doch auch Elemente, die untersucht werden müssen und sollen. Wir haben dann für den Bundesrat hat die P26 im Irland ein Haus gekauft, das ist dieses Lizard House, und im Falle einer sowjetischen Besetzung der Schweiz hätte man den Bundesrat dorthin evakuiert. Man kann das ja auch verstehen und sagen, vielleicht ist ja das eine gute Idee, ich möchte es nicht jetzt werten, aber ich sage nur, es gibt diese verdeckten Operationen und es ist interessant, wenn man sich damit auseinandersetzt. Interessant ist dann, man fragte die NATO, das ist die größte Militärallianz der Welt, was sie zu diesen Geschehnissen sagen kann. Und die NATO sagte am 5. November, sagt sie, wir haben nie Guerillakrieg geplant. Und dann am nächsten Tag, am 6. November, sagte sie, was wir gestern gesagt haben, ist falsch. Und heute können wir nicht mehr sagen, weil es ist geheim. Ja, und ich habe auch mit der NATO immer wieder Briefkontakt gehabt, mit dem CIA Briefkontakt. Die erzählen ihnen gar nichts, okay? Die sind nicht transparent. Ich habe einen Freedom of Information Act gestellt beim CIA. Ich habe über den Schweizer Botschafter bei der Partnership for Peace, bei der NATO Dokumente eingefordert. Sie bekommen nichts. Die sind nicht transparent. Die machen ihr Ding. Und wenn sie als Bürger glauben, kann man ja sicher dann fragen, wenn man will. Nein, können sie nicht. Die Europäische Union als Parlament hat dann protestiert und hat gesagt, diese Geheimarmeen gehen nicht. Wir protestieren gegen die Assumption, gegen die Vorstellung bei certain US military personnel, also von einigen amerikanischen Offizieren und auch vom SHAPE, das ist das Supreme Headquarters Allied Power Europe, das ist also das Hauptquartier der NATO in Belgien, of the right to encourage the establishment in Europe of clandestine intelligence and operations network. Also wir protestieren dagegen, dass die Amerikaner und die NATO in Europa Geheimarmeen aufgebaut haben. Und die EU, also das Parlament, hat dann gefordert, a full investigation into these clandestine organizations and the problem of terrorism in Europe. Die EU hat verlangt, dass man diese Geheimarmeen untersucht und auch das Problem des Terrorismus, also ob die etwas mit dem Terror zu tun haben. Und Sie können sehen, danach ist überhaupt nichts passiert. Einfach nichts. Und das ist daher, weil eben jeder Politiker nur verlieren kann. Wenn nichts herauskommt und es gibt keine Verbindung, dann können Sie auch keine Wahlen gewinnen. Wenn herauskommt, dass es etwas gab, dann haben Sie je nachdem Verantwortung, weil Ihre Partei an der Macht war, und das macht dann auch keinen Sinn. So, das wäre Europa gewesen. Gehen wir wieder weiter weg, das ist einfacher. Operation Satanique, die heißt wirklich so. 1985 haben die Franzosen das Greenpeace-Schiff Rainbow Warrior in die Luft gesprengt. Dieses Schiff ist in den Pazifik gefahren, weil die Franzosen dort Atombomben zündeten, oberflächliche Atombomben. Und Greenpeace wollte das nicht und ist dann mit dem Schiff hingefahren und dann konnten die Franzosen keine Atombomben mehr zünden. Die wollten sie testen. Und dann hat Greenpeace gesagt, das geht nicht. Und Mitterrand war damals Präsident und hat gesagt, man macht mal das Greenpeace-Schiff auf die Seite. Und wie bekommen Sie so ein Greenpeace-Schiff weg? Wenn Sie jetzt wieder denken, Sie sind der Präsident, wie bekommen Sie das weg? Verdeckte Kriegsführung. Sie rufen den Verteidigungsminister an. Der Verteidigungsminister sagt, ja, ich kümmere mich darum. Der Verteidigungsminister ruft den militärischen Geheimdienstchef an und sagt, räume es weg. Der andere sagt, okay, ich kümmere mich darum. Der geht ja nicht selber, der hat dann eine Einheit für verdeckte Kriegsführung. Die schicken Kampftaucher, die machen eine Mine ans Schiff, das Schiff explodiert und versinkt und es ist wirklich weg. Okay, es geht. Sie müssen dann als Präsident nur sagen, oh, ich wusste nichts davon. Und so funktioniert das Spiel. So funktioniert es. Es konnte aber zurückverfolgt werden, dass der Verteidigungsminister Charles Henry den Befehl gegeben hatte und er musste zurücktreten. Dann sichern Sie sich als Präsident und sagen, ja, der Verteidigungsminister, ja gut, einer weniger weg. Aber auch der Chef vom Militärgeheimdienst, den können Sie auch noch opfern, das ist Ihre Rückzugslinie als Präsident. Pierre Lacoste, das war der Chef vom DGSE, das ist Direction Générale Sécurité Extérieure, der war seit 82 der Chef des Militärgeheimdienstes, er musste nach dem Rainbow Warrior Skandal am 12. September zurücktreten, 85. Und er hat immer gesagt, Lacoste hat immer gesagt, was glauben Sie? Hätte ich diesen Anschlag gemacht ohne das Okay des Präsidenten, was glauben Sie denn? Natürlich nicht. Er hat immer gesagt, dieses Okay habe ich von der Spitze bekommen. Und Mitterrand hat gesagt, ein Sozialist, na, nee. Okay? Und dann bis zu seinem Tod hat er nie die Wahrheit gesagt über Rainbow Warrior. Und dann ist auf dem Schiff aber ein Fotograf gestorben, das ist ein Greenpeace-Fotograf. Und seine Tochter ist Mareia und die hatte
immer noch gesagt, das geht doch nicht. Mein Vater hat sich eingesetzt gegen Atombombentests und stirbt in einem Terroranschlag. Wie ungerecht ist denn das? Und natürlich ist es so, dass immer mehr Leute verstehen, dass diese verdeckte Kriegsführung viel Schaden anrichtet. Es ist nicht richtig, wenn Sie denken, es ist doch nicht richtig, wenn ein Staat einen Terroranschlag durchführt. Das sind Steuergelder und Steuern zahlen ist ja schon anstrengend, aber wenn damit dann noch verdeckte Kriegsführung betrieben wird, ist die rote Linie überschritten. François Mitterrand, der einzige sozialistische Präsident, er hat den Rainbow Warrior-Skandal überstanden. Er musste Verteidigungsminister und Geheimdienstchef opfern, aber regierte von 81 bis 95. Das heißt, Sie haben als Präsident die Möglichkeit, verdeckte Kriegsführung einzusetzen und das politisch zu überleben. Es ist möglich. Mögen Sie noch? Es ist ein bisschen viel. He? Wir machen noch ein bisschen weiter. He? Kuwait, 1990. Da gibt es die sogenannte Brutkastenlüge, die einige von Ihnen kennen. Die Sie noch nicht kennen, den erkläre ich Sie nochmal, wie das funktioniert hat. Sie können, wenn Sie ein Land angreifen, nicht sagen, wir erbeuten das Erdöl. Das können Sie beim besten Willen niemandem schmackhaft machen, sondern Sie müssen eine andere Geschichte haben. Als 1990 im August Saddam Hussein in Kuwait eingefallen war, übrigens war das der gleiche Zeitpunkt, als in Italien Andreotti die Operation Gladio enthüllte, und das war ein Riesendurcheinander, man wusste nicht, welche Krise jetzt wichtiger ist, aber gehen wir nach Kuwait. Saddam ist eingefallen in Kuwait, und dann hat er gesagt, wir müssen jetzt nach Kuwait gehen, um Kuwait zu befreien, hat Präsident Bush in den USA gesagt, Bush Senior, und dann haben einige amerikanische Generäle gesagt, ja, warum denn? Hat er gesagt, ja, kann ja nicht ein Land in ein anderes Land einmarschieren. Geht doch nicht. Ist gegen das Völkerrecht, ist gegen die UNO-Charta. Dann haben diese Generäle in den USA gesagt, ja, aber die USA sind ja gerade im Jahr zuvor in Panama einmarschiert. Dann hat Bush gesagt, nein, das ist was ganz anderes. Und zu Kuwait hat er noch gesagt, wir müssen dahin. Und haben die Generäle gesagt, da geht es wohl nur ums Öl. Und dann hat Bush gesagt, nein. Es geht um den epischen Kampf von Gut gegen Böse. Und so wird jeder Krieg verkauft. Ein epischer Kampf von Gut gegen Böse. Und damit dieser Krieg besser verkauft wird, hat man das so gestaltet. Man hat gesagt, Saddams Soldaten sind nicht nur nach Kuwait rein, sondern in Kuwait sind sie ins Spital. Und im Spital sind sie auf die Abteilung für Neugeborene. Und dann haben sie die Neugeborenen aus den Brutkästen rausgerissen und Kopf voran auf den Boden geschlagen. Das ist Kindermord. Und die Kinder in den Brutkästen sind die schwächsten Kinder. Also von den Kindern nehmen sie noch die schwächsten und die bringen sie um. Okay? Da haben sie es. Das ist Brutalität. Das hat nicht Bush, der Vater, erzählt und auch nicht Schwarzkopf, der den Krieg geführt und gewonnen hat, sondern das hat ein Mädchen erzählt. 16-jähriges Mädchen hat gesagt, ich habe als Krankenschwester in diesem Spital gearbeitet, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Und dazu hat sie geweint. Und jetzt müssen Sie aufpassen. Wenn jemand, ein 16-jähriges Mädchen, unter Tränen über Kindermord spricht, dann sind sie psychologisch gesprochen geliefert. Okay? Sie sind einparkiert. Sie denken, was? Kann ja nicht sein, oder? Das ist aber jetzt reicht's. Ab in den Krieg. Das sind Barbaren. Wo ist das? Irak, Iran, ist das das gleiche Land? Und sie sind so emotional, ja, dass sie sofort für einen Krieg sind, obwohl sie vorher ihr ganzes Leben gesagt haben, ich möchte niemanden töten und ich möchte auch nicht andere unterstützen, die andere töten, die ich nicht kenne. Ich habe das ein bisschen genauer beschrieben in diesem Buch Europa im Erdölrausch. Über die Massenmedien wird das in jedes Wohnzimmer getragen, oder? Sie haben die Säuglinge aus ihren Brutkästen gerissen, sagt dann Bush am Fernsehen, und der Fernseher steht in jeder Wohnung. Und darum ist das Gerät gefährlich. Es ist so, wenn jetzt jemand kommen würde... Wenn jetzt jemand kommen würde zu Ihnen nach Hause und der würde mit einer Ketchup-Dose so an die Wand schmieren, in einer schönen Schweizer Stube, dann würden wir ausrasten und sagen, und die Vorhänge sind auch noch rot, geht's noch? Oder? Ketchup an der Wand, auf dem Sofa, auf den Vorhängen, geht gar nicht. Was aber aus dem Fernsehen rauskommt, ist viel gefährlicher. Es kommt jeden Tag raus und es richtet größeren Schaden an. Nur haben wir die Verhältnisse völlig verloren. Nach dem Krieg, ich sage Ihnen, die Historiker sind langsam, aber wir sind präzis. Nach dem Krieg konnten wir nachweisen,
dass diese Brutkastengeschichte eben eine Lüge war. Darum heißt sie Brutkastenlüge. Das Mädchen Naira mit Namen hat nie in diesem Spital gearbeitet. Sie hat aber ausgesehen wie eine Kuwaiterin, weil sie war die Tochter des kuwaitischen Botschafters in den USA. Ja, so einfach geht's. Sie muss natürlich schon den Look haben und ich möchte sagen, auch sie wurde missbraucht. Ein 16-jähriges Mädchen, ja, die Teenager erzählen vielleicht verschiedene Dinge, die nicht immer wahr sind, aber sie erzählen keine Kriege. Ja, das ist nicht ihr Interesse, sondern sie wurde gecastet, in einer Castingshow ausgewählt als eine emotionale Botschafterin und ausgewählt von einer Werbebotschaft, die heißt Hill & Knowlton. Die hatten ein Budget von 1 Million, um den Krieg zu verkaufen und dieses Budget wurde von Kuwait bezahlt. Und so hat jeder seinen Schnitt gemacht. Die Kuwaitis haben danach von den Irakern Milliarden in Reparationen eingeholt, Kriegsreparationen, und die Amerikaner haben Militärplätze in Kuwait bekommen. Gerade am Schluss des Kalten Krieges, während dem Kalten Krieg hätte man das nie machen können, aber 1990, die Sowjetunion in der Krise, sofort in den Persischen Golf, sofort, wo das Öl und Gas liegt. So. 2003, ABC-Waffen, Sie kennen das, da gehe ich schneller durch. Wir haben Grund zu der Annahme, dass Saddam Hussein Atomwaffen baut, sagte Dick Cheney, damals Vizepräsident. Das war gelogen, nur gelogen, da stimmt jetzt gar nichts. Die Studenten fragen, warum sind die Leute nicht im Gefängnis? Dann sage ich, denen gehört das Gefängnis. Es ist nicht so einfach. Sie können nicht. Sie können nicht hingehen und sagen, ja, der Irakkrieg ist ein Angriffskrieg, das widerstößt gegen die UNO-Charta, das ist das Völkerrecht und er basiert auf Lügen, ABC-Waffen, darum müssen Sie ins Gefängnis. Können Sie nicht, geht einfach nicht, weil die Flughöhe dieser Leute ist sehr hoch, haben Sie keine Möglichkeit, die festzunehmen. Mir ist natürlich aufgefallen, Cheney kennt das Geschäft der verdeckten Kriegsführung, weil er war Verteidigungsminister, als diese Geschichte geboten wurde, ja. Haben die meisten Leute völlig wieder vergessen, dass der schon mal was gemacht hat früher, aber der hat schon einen ziemlichen Lebenslauf. Die Friedensbewegung hat dann gegen den Angriff auf den Irak demonstriert. Wir hatten Protestgebungen in Bern, in London, in Rom, in Berlin, große, große Friedensbewegungen. Es hat nichts genützt. Es hat nichts genützt. Die Briten haben gesagt, der Irak besitzt chemische und biologische Waffen, seine Raketen sind binnen 45 Minuten einsatzbereit. Tony Blair, auch hier stimmt kein Wort. Und daher, weil diese Lügen so dick aufgetragen werden, und das weiß jetzt heute fast jeder, oder, dass das gelogen ist, gibt es dieses Misstrauen gegenüber den führenden Politikern. Die Kriege, der Irakkrieg, hat 100.000 Tote gefordert. Ich habe dieses Bild ausgewählt und Sie wissen, ich könnte ganz andere Bilder zeigen. Ich sichte die Bilder zu Hause und möchte Ihnen keinen seelischen Schaden zufügen. Nur daher zeige ich ein harmloses Bild. Aber den Rest mit den amputierten Kindern und den zerschlagenen Schädeln und so, das ist auch Krieg. Wenn Sie sich gegen Krieg einsetzen, haben Sie immer recht. Da müssen Sie die Details nicht verstehen, dann sind Sie schon mal auf der guten Seite. Was damals gemacht wurde von Condoleezza Rice, die Sicherheitsberaterin, hat gesagt, sie hat eine Verbindung gemacht von Al-Qaida und dem Irak. Okay? Das, was man gemacht hat, man hat die Terroranschläge vom 11. September mit dem Angriff auf den Irak verbunden, hat gesagt, ja, Saddam Hussein hat auch noch irgendeine Rolle beim 11. September gehabt. Und die Soldaten, die nun wirklich nicht eine gute Bildung haben, die können Saddam Hussein und Bin Laden nicht gut auseinanderhalten und sie können auch, es ist so, und die können auch die Terroranschläge vom 11. September nicht sozusagen untersuchen. Das bekommen die emotional nicht so gut hin. Aber wir haben die Helme untersucht, ja, die Helme der Soldaten. Das ist ihre Art zu kommunizieren. Sie zeichnen immer auf die Helme. Sie haben das im Vietnamkrieg gemacht und sie haben es auch im Irakkrieg gemacht. Und Sie sehen, viele Soldaten haben das Pentagon und die Twin Towers auf den eigenen Helm im Irakkrieg gemacht und bei einer Umfrage 2006 erklärten 85% der US-Soldaten im Irak, dass die Hauptmission, warum sie überhaupt in diesem Land Krieg führen, darin bestehe, Saddam für seine Rolle bei den Terroranschlägen vom 11. September zu bestrafen. Und das, meine Damen und Herren, zeigt Ihnen, wie tief wir im Sumpf sind. Saddam Hussein hatte keinerlei Rolle bei den Terroranschlägen vom 11. September. Er gehört nicht zu den radikalen Muslimen und die Terroranschläge vom 11. September sind ja noch ein neues Forschungsfeld. Ich kann da noch drauf eingehen. Ich möchte aber sagen, dass dieses immer noch mein schwierigstes Forschungsfeld ist. Ich forsche zu 9/11,
aber ich kann Ihnen nicht sagen, was passiert ist. Ich weiß, viele hier im Raum haben sich die Meinung schon gemacht, was passiert ist. Ich stehe unter sehr, sehr großem Druck, dass ich mich der einen oder anderen Gruppe anschließe und ich sage immer, es gibt drei Geschichten. Das war Bin Laden, hat die USA überrascht, 3000 Tote, das ist die offizielle Geschichte. Zweite Geschichte, das war Bin Laden, aber Bush und Cheney sind kriminell, die haben die Anschläge kommen sehen und absichtlich zugelassen, 3000 Tote, Ressourcenkriege und Bürgerrechte runterfahren. Dritte Geschichte, es war Bin Laden, dritte Geschichte, die Videos von ihm sind gefälscht, die Geheimdienste und die Spezialeinheiten, die Leute, die ich immer untersuche, haben diese Terroranschläge ausgeführt, das Volk angegriffen, um danach den Krieg gegen den Terror auszurufen. Diese drei Geschichten sind im Raum, ja. Ich kann sie Ihnen nicht aufschlüsseln. Surprise, Lihop und Mihop nenne ich sie. Und ich würde immer argumentieren, man muss hier einen offenen Diskurs halten, aber Sie werden herausfinden, wenn Sie 9/11 mit den Nachbarn diskutieren, das kann zu Streit führen. Und das ist schlecht. Eigentlich sollte es zu vertiefter Einsicht führen in die internationale Politik. Ich kann Ihnen nur sagen, über was wir in der Forschung diskutieren, das sind die Twin Towers, da geht ein Flieger rein, in den anderen Turm geht ein Flieger rein, die Türme gehen runter, das ist für die meisten Menschen 9/11. Im Hintergrund haben wir dieses World Trade Center 7, das ging auch runter am 11. September, aber da ist kein Flieger rein. Das heißt, das ist im Moment für mich die schwierigste Forschungsaufgabe, 2 Flieger, 3 Türme. Und das ist nicht ein Detail, aber wir Historiker müssen das lösen. Wir müssen herausfinden, warum dieses dritte Gebäude heruntergefallen ist, ob schon doch kein Flieger reingeflogen ist. Das ist das dritte Gebäude. Es geht schnell runter. Im 9/11 Commission Report, der 2004 rauskam, wird es nicht erwähnt. Es fehlt in der offiziellen Geschichtsschreibung ein Buch. Es fehlt ein Turm. Ja? Das Buch ist schlecht. Sie können das Buch eigentlich in den Schredder werfen, weil wenn Sie zum größten Terroranschlag der Geschichte die offizielle Untersuchung von Bush haben und dort fällt ein Turm, dann geht's nicht. Ich war damals an der Forschungsstelle für Sicherheitspolitik der ETH Zürich tätig und bin dann zu den Baustatikern gegangen und die haben mir gesagt, WTC 7 wurde vermutlich gesprengt. Dann habe ich gesagt, nein, es gibt keine Sprengung am 11. September. Dann haben sie gedacht, doch, schau her, du musst die Ecken anschauen. Entschuldigung, ich gehe zurück. Diese Ecken des Gebäudes, die gehen im freien Fall. Und, also ich mache jetzt hin und her, so war es nicht. Aber das sind die entscheidenden Momente, an denen sich die Forschung noch lange den Kopf zerbrechen wird. Entweder Sprengung oder Feuer. Das ist die andere Geschichte. Die amerikanische Regierung hat jetzt einen Bericht vorgelegt im 2008, in dem sie sagt, das ist das National Institute for Standards and Technology, es war das Feuer, das das Gebäude zum Einsturz gebracht hat. Und da muss jeder selbst noch entscheiden. Ich kann das nicht übernehmen. Sie können sich nicht so gut vorstellen, wie groß der Druck auf der Forschung ist. Als Vergleich, der Prime Tower in Zürich, höchstes Gebäude in der Schweiz, 126 Meter hoch, WTC 7 ist 170 Meter hoch. Wenn dieses Gebäude im freien Fall runtergegangen wäre, hätten wir die EMPA da, wir hätten die Uni Zürich da, die Uni Basel, wir hätten den Bundesrat, also nicht persönlich, aber wir hätten einfach alle da. Ja? Bettungsstahl sollte nicht runtergehen. Und was wir jetzt untersuchen, ist die Geschichte über die Säule 79, das ist diese entscheidende Säule im ganzen Gebäude. Das WTC 7 hat 81 Stahlsäulen, so richtig starke Säulen, das sind solche Säulen, sind senkrecht. Und diese Säule 79 sei durch einen Pyrobrand destabilisiert worden und darum sei das ganze Gebäude im freien Fall runtergegangen. Und das können Sie jetzt selber überlegen. Ich möchte darauf hinweisen, dass das auch in Japan diskutiert wird. Sie sind sicher immer mal auf dem Internet, vielleicht waren Sie kürzlich auf dieser Seite. Das ist ein japanischer Politiker. Die Japaner haben kein Erdöl. Die wollen schon wissen, ist das jetzt ein Kampf um Öl und Gas oder eine Jagd nach Terroristen? Und sind die Terroristen immer dort, wo das Öl und das Gas ist? Oder wie funktioniert es? Und die haben im Parlament dann eigentlich dieses WTC 7 diskutiert. Ja? Die haben den Einsturz im Parlament diskutiert. Ich habe auch mit Schweizer Parlamentariern so ein bisschen hinter den Kulissen über das Thema gesprochen. Und hat der eine Parlamentarier zum anderen gesagt, so nehmen wir das in die Sicherheitspolitische Kommission rein. Und hat der andere gesagt, nein, also das machen wir lieber nicht. Wir diskutieren jetzt, ob wir einen Kampfjet kaufen sollen oder nicht. Dann diese großen Dinge, die, das ist nicht unser Ding. Also das heißt, es wird in der Schweiz nur hinter verdeckter Hand diskutiert. An der Uni ist die Forschung schwierig. Und im Verteidigungsministerium ist sie auch nicht erwünscht. Das heißt, wir sind hier sozusagen ein bisschen blockiert. Ich nehme an, in Deutschland ist es gleich.
was wir noch haben, ist, dass ich dann die Fernsehsender durchgegangen bin, um zu sehen, wie eigentlich über, wann überhaupt über diesen Einsturz von WTC7 berichtet wurde. Und dann habe ich gesehen, die Leute wissen wenig darüber, also sie wissen viel, aber ich sage mal, die meisten Menschen wissen wenig darüber, dass dieses Gebäude überhaupt eingestürzt ist. Und der Grund dafür ist, dass es nicht am Fernsehen gezeigt wurde. Und dann habe ich gesucht und gesucht und habe gefunden, BBC World hat darüber berichtet. Und dann habe ich mich gefreut. Habe ich gedacht, ah gut, es gibt das doch noch, das Qualitätsmedium Fernsehen. Und dann war ich danach aber doch enttäuscht, weil BBC hat zu früh berichtet. Die haben in den, ja, das ist nicht lustig, die haben in den 5 Uhr Nachrichten berichtet und das Gebäude ist um 20 nach 5 gefallen. Und da haben wir Historiker eine Regel. Immer zuerst das Ereignis, dann der Bericht. Sie lachen, ja. Es ist natürlich, irgendwo ist es lächerlich und irgendwo ist es tief traurig. Es ist eben beides, wissen Sie. Es ist dieses Spannungsfeld, in dem wir uns heute bewegen. Einerseits möchten wir lachen, andererseits möchten wir heulen, weil es ist nicht ganz klar, wie man mit dem Ganzen umgehen soll. Es ist einfach klar, dass Jane Stanley hier berichtet und das Gebäude in den Hintergrund noch steht. Und wir haben das geprüft, das ist ein korrektes Bild. Und erst 2008 hat sich der Chef von BBC World, das ist Richard Porter, entschuldigt und hat gesagt, we were working on an incorrect news agency report, was so viel heißt wie sorry. Und dann sagt er, we had the statement from Reuters, wir haben das von Reuters. Aber Reuters ist die größte Nachrichtenagentur der Welt. Also es kommt nicht besser, sondern es kommt schlechter. Und das, was wir jetzt haben, ist, dass Amerikaner rumfahren mit so einem Truck und da steht dann drauf, did you know a third tower fell on 9/11? Das heißt, wussten Sie, dass ein drittes Hochhaus am 11. September zusammengestürzt ist? Und unten steht, Building 7 not hit by a plane collapsed in free fall. Also das Gebäude 7 ist zusammengestürzt. Und da haben Sie dann die Amerikaner, die das anschauen, das ist jetzt San Diego 2013, und das ist dann auch eine intensive Situation. Weil die Leute wissen das gar nicht. Und plötzlich fährt da einer rum und wie sollen sie denn mit dem umgehen? Und das ist das, was wir heute haben. Wir haben heute alle sehr, sehr viel Informationen zu verarbeiten und ich mache das selber auch, ich finde es zum Teil anstrengend, aber es gibt keine Alternative. Ich glaube, man muss da durch, es ist ein Moment der Enttäuschung, aber diese Enttäuschung, meiner Meinung nach, braucht es. Die Aktivisten sind da unterwegs, verteilen ihre Flyers. Mich würde es natürlich interessieren, was Edward Snowden darüber sagt, über 9/11, weil die NSA hat auf jeden Fall Daten zu 9/11. Wir haben diese Daten noch nicht. Vielleicht bekommen wir sie irgendwann. In dieser Zeit wird noch dieser Streit um WTC7 weitergehen. Aber was im Moment schon zu beobachten ist, ist, dass eigentlich die Wissenschaftler und auch die Journalisten, die diesen Krieg gegen den Terrorismus hinterfragen, selber als Terroristen oder Verschwörungstheoretiker diffamiert werden. Das heißt, Sie riskieren viel, wenn Sie diese Art von Kommunikation machen, die ich jetzt schon seit vielen Jahren mache. Und ich sage es Ihnen aus eigener Erfahrung, Sie haben immer wieder Leute, die sagen, du bist ein Spinner, ein Verschwörungstheoretiker. Gut, Terrorist wurde ich jetzt noch nie genannt, aber Sie werden angegriffen. Es ist nicht möglich, dass Sie diese Themen behandeln und alle freuen sich darüber. Auf das können Sie nicht warten. Selbst Staaten wie die USA und Großbritannien rücken investigative Journalisten und ihre Hinweisgeber mittlerweile in die Nähe des Terrorismus, sagen Reporter ohne Grenzen. Das heißt, ich brauche als Wissenschaftler die investigativen Journalisten und wenn die ihren Job nicht mehr machen können, dann haben wir eigentlich diese Daten nicht. Dann gibt es eine Landkarte, wo die Information noch gut und wo sie schlecht ist. Da können Sie davon denken, was Sie wollen. Wo sind wir? Rangiert die Schweiz irgendwo Platz 15. Naja, gut, also wir haben wenigstens die Möglichkeit, uns hier zu treffen, ohne dass wir danach abgeführt werden. Das ist ein Plus, freuen Sie sich darüber. Die Landkarte stimmt sonst zum Teil nicht. Wir machen weiter. Eine Tour de Force. Gut, Syrien 2013. Der Bösewicht in diesem Spiel, Assad, der muss getötet werden. Sie haben ja das gesehen, es ist Bin Laden, es ist Milosevic, es ist Assad, es ist jetzt Putin. Das wechselt dauernd, Bin Laden, wo die auch immer sind, Saddam Hussein. Das ist immer die Politik, ist die Jagd nach einem bösen Mann und wenn der tot ist, ist es wieder gut, so wird das erklärt. Stimmt natürlich in der Sache nicht. Wir haben in Syrien die komplexe Situation, dass man uns erklärt, die radikalen Sunniten seien die Lösung. Das sind diese Leute. Aber das sind genau die Leute, von denen wir bei 9/11 gesagt haben, das ist Al-Qaida.
Und das wäre für die meisten Leute ein Riesenknopf im Kopf gewesen, wenn man nicht einfach die Begriffe geändert hätte und gesagt, das ist die Freie Syrische Armee. Okay? Das heißt, Information Warfare funktioniert so. Wenn die gleiche Einheit in einem Jahr ihr Freund ist und im nächsten Jahr ihr Feind, dann müssen sie die Einheit umbenennen. Okay? Und die heißen jetzt nicht mehr Al-Qaida, sondern sie heißen Freie Syrische Armee. Und die kämpfen gegen Assad, natürlich unterstützt von Saudi-Arabien, sind auch Sunniten. Und auf der anderen Seite Kuwait auch noch die Sunniten unterstützt. Und dann haben sie natürlich den Iran und Russland, welche Assad an der Macht halten wollen. Jetzt, hier war ja dann die Geschichte, dass es tote Kinder gab und dass es Chemiewaffen gab. Und da hat Carla Del Ponte gesagt, wir haben Zeugenaussagen von Ärzten, Flüchtlingen in benachbarten Ländern und Spitalmitarbeitern, dass chemische Waffen verwendet wurden, aber nicht von der Regierung, sondern von der Opposition. Das heißt, das ist die Regierung und das ist die Opposition. Und natürlich, wenn man eingreifen will und Assad bombardieren will, dann muss man einen Beweis haben, dass er auch diese chemischen Waffen gegen die Kinder einsetzt. Okay? Dann kam das in die Medien. Das war ein Super-GAU. Del Ponte verdächtigt Rebellen, syrische Rebellen sollen Giftgas benutzt haben. Rebellen können Nervengas eingesetzt haben. UN Testimony says that Syrian rebels used sarin. Del Ponte says, evidence says Syrian rebels used sarin. Jetzt sind aber die Rebellen die, welche von den USA und von den Großbritannien unterstützt werden. Aber da geht's gar nicht. Hier ist richtig die Medienlandschaft in die falsche Richtung gelaufen. Franco Cavalli hat auch gesagt, der einzig gesicherte Fall von Giftgaseinsatz in Syrien wurde eindeutig den Dschihadisten zugeschrieben. Die haben scheinbar dieses Giftgas über Saudi-Arabien erhalten, es ist nicht ganz klar. Dann hat die UNO gesagt, gut, dann machen wir eine Untersuchung von diesem Giftgas und die sind einmarschiert am 19. August 2013. Das Problem ist, wir haben so viel verdeckte Kriegsführung, dass wir fast nicht nachkommen. Das ist jetzt die verdeckte Kriegsführung vom letzten Jahr. Und die sind am 19. August einmarschiert und sollten den Anschlag von Aleppo vom März 2013 untersuchen. Wenn die das in Ruhe untersucht hätten, dann hätten wir vermutlich das Fazit gehabt, das waren die Dschihadisten. Und wären die Amerikaner, die Engländer und die Saudis irgendwie falsch in der Landschaft gestanden. Was passiert? Sie haben einen neuen Anschlag am 21. August. 2 Tage nachdem die UNO einmarschiert, ein neuer Anschlag. Mehr Tote und Sie sehen, das ist verdeckte Kriegsführung. Solche Bilder. Tod durch Chemiewaffen getötete Kinder. Es gibt immer diesen Eindruck, wir müssen jetzt nochmal Krieg führen, um die Kinder zu retten. Und das ist eben genau falsch. Aber es funktioniert, weil die nächsten Nachrichten sind dann diese. Marschiert Obama jetzt in Syrien ein? Westen hat keinen Zweifel an Assads Schuld. Obama und Cameron drohen Assad. Auch Merkel verdächtigt Assad des Giftgasangriffs. Also für mich als Historiker, das ist August 13, Entschuldigung, ich gehe zurück. Das ist Mai 13. Sie können die Gruppen sofort vertauschen. Sie müssen einfach nachbessern, wenn es falsch läuft. Und das ist verrückt. Das ist richtig gehend verrückt. Ich war mit Erich Giesling in Kuwait mal. Da war auch Arnold Hottinger dabei und Ulrich Tilgen. Und wir haben die Situation im Nahen Osten ist kompliziert. Oder? Da muss man nicht nur Sunniten und Schiiten auseinanderhalten können, sondern es ist wirklich weitreichend. Und seine Einschätzung finde ich gut. Er sagt, es könnten auch Al-Qaida-Terroristen gewesen sein, die USA in einen neuen Krieg ziehen wollen. Kann auch so gewesen sein. Er benutzt auch den Begriff Al-Qaida-Terroristen. Er nimmt nicht den Begriff Freie Syrische Armee. Das hat er schon rekonstruiert. Er hat sich selber aus dieser Propaganda gelöst. Finde ich ein guter Mann. Ja, aber jetzt sind wir durch, weil Ukraine hatten wir ja wirklich schon. Da müssen wir nicht mehr nochmal durch. Ich glaube, in diesem Sinne möchte ich mein Fazit ziehen. Erstens, ich kann Ihnen als Wissenschaftler mit langjähriger Erfahrung versichern, dass es verdeckte Kriegsführung gibt. Das ist ein Fakt. Das wird auch morgen so sein und auch übermorgen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, die verdeckte Kriegsführung ist schwierig aufzuklären und sie stört die Friedensbewegung ungemein. Es ist ein Riesenschaden für die Friedensbewegung und ich kann Ihnen nur raten, dass Sie diese Art des Tötens und Lügens kritisch beobachten. Ich möchte aber drittens, und das ist das Letzte, was ich Ihnen mitgeben möchte, Ihnen dringend raten, dass Sie verstehen, dass das eine absolute Minderheit ist. The crimes of the 1% nennt man das auch, also die Verbrechen der 1%. Es ist nicht so, das möchte ich vor allem an die jungen Menschen hier im Raum sagen, es sind viele junge Menschen hier, ich möchte nicht sagen, dass das normale Verhalten von Menschen ist. Es ist nicht das normale Verhalten, sondern es ist ein psychopathisches Verhalten. Es müsste natürlich behandelt werden, einfühlsam. Aber
Aber es ist für die Forschung sehr schwierig, das zu behandeln, weil wir sehr oft gar nicht sagen dürfen, dass es das gibt. Ich möchte Sie aber ermuntern, dass Sie sich an konkreten Beispielen orientieren. Nehmen Sie ein Land, nehmen Sie ein Datum und deklinieren Sie das mal durch, welches Sie auch immer wünschen, und besprechen Sie es mit jemandem anderen und bilden Sie sich Ihre Meinung. Es geht wirklich darum, dass jeder sich seine Meinung offen bilden kann. In diesem Sinne, viel Kraft für den Frieden und Ihnen alles Glück, das Sie brauchen werden. Danke. Vielen Dank. Yeah.